Moin, moin, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Sonntag, das heißt, wir testen wieder ein neues Slot. Einen, die auch im Stream noch gar nicht gespielt haben, Rise of Ymir. Sieht wieder aus nach so einem nordischen Wikinger-Ding. Ist ja recht beliebt bei Slots eigentlich. Warum, fragt man sich? Aber das Besondere hier ist, 15.000 X kann der. In der Regel ist Hexer immer so bei 10.000. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. In die wilde Slot. Das ist ja Rise of Ymir. Ja, wie jede nordische Slot oder Wikinger-Slot, es ist ein Hammer dabei, es ist ein Wikinger dabei, es ist eine Axt dabei und es ist ein Horn dabei. Also eigentlich so bei jedem. Wir schauen die Funktion. 3x Bonus Hand Feature Spins, Standard, sehr gut. Und macht von Ymir Spins, jede Drehung garantiert, dass mindestens zwei Ymir Symbole mit einem Mindestmultiplikator von 2x erscheinen. Okay, 10 Grades Drehung. Mit, also Bonus, Super Bonus, Super Super Bonus. Volatilität extrem. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Die normalen Base Game Spins machen wir einfach mal 50 mit. Warum denn nicht? Warum denn nicht? 50, let's go. Bestimmt ein richtig trockenes Slot, Digga. Ich erwarte hier eigentlich gar nicht so viel. Also von. Oh. Fast Freispiele. Der ist ein Sticky. Okay. Pardon. Ich erwarte eigentlich gar nicht so viel so vom Base Game. Ich glaube, die Bonis können richtig mies wild werden. Aber ich glaube, das Base Game wird uns nicht großartig mit irgendwas bedienen. Ach ja. Let's go. 15.000 X. Das wär's doch mal für so ein Video. Lass mal Turbo anmachen. Wir wissen ja, also es passiert nicht viel. Außer es kommt der Kollege hier. Ich denke mal, der macht immer wieder einen Respin, wenn er noch einen nachschmeißt, oder? Kann ich mir gut vorstellen. So sieht's wohl auch aus, oder? Tatsächlich. Oh, ein dritter, okay. Ja. Und am Ende gibt's nichts. Fünf. War ja klar, dass er den nicht trifft. Anyway, ja, ich freue mich auf die Bonis, Digga. Ich freue mich. Also eigentlich kann man sich ja denken, was so passiert, ne? Aber drei verschiedene Bonis, also da muss einer schon ganz besonders sein. Zumal der eine kostet 300x, ne? 100, 200, 300x war das, glaube ich, oder? Spiele. Schade. Ich versuche heute mal weniger ins Mikrofon zu atmen oder zu stöhnen. Ihr wollt ja kein ASMR, ihr wollt ja Slots. Also, mehr Slotten, weniger stören. Okay, 17,50, Base Game, 18x, okay. War jetzt gar nicht sonderlich teuer, ne? War gar nicht sonderlich teuer. Ist eigentlich kein Markenzeichen von Hexo. Eigentlich ist Hexo teuer. Mal 5. Und kein zweiter. Na komm, zieht euch. Ich will Freispiele sehen jetzt. Ich kann kaum die Freispiele erwarten. Ich sag's, wie es ist. Gut. So, Bonus kaufen. So, mein Einsatz hoch hier. Wollen wir noch was sehen? Also, lange dauert's anscheinend, ne? Also die Spins so an sich dauern lange, so mit diesem Respin, den er da immer macht. Dritte. Boah, was? Er ist ein bisschen zeitaufwendig hier immer. Finde ich. Unverhältnismäßig zeitaufwendig. Weil meistens passiert ja gar nichts. Also vom Ding hier mit dem, ich sag mal so, Ich finde, der erinnert mich so ein bisschen an Timespinners. So wie, also, er sieht zwar gar nicht aus wie eine Uhr, natürlich nicht, aber so vom Ding her mit den Multis, könnt mir vorstellen, dass der Bonus irgendwo so in die Richtung Timespinners geht, auf jeden Fall. Also vielleicht sogar, dass man tatsächlich, lass uns überraschen, aber das ist jetzt so meine Spekulation, dass man vielleicht tatsächlich vorher, dass die vorher schon ausgelost werden, oder? Das ist ausgelost. Ihr wisst, was ich meine, da diese Borrow-Time da bei Times for the Side. Ihr wisst, was ich meine.
Die Freispiele vor den Freispielen. So, wo er die Wilds sammelt. Ende aus jetzt. Red mich hier um Kopf und Kragen, Digga. Ja, gnadenlos, bodenlos, schlecht. Muss man sagen. Ich hab gedacht, der geht besser rein, weil er hat eigentlich doch so ohne dreifache Einsatz zwei, dreimal geswettet, glaube ich, eben auf die 50 Spins. Und jetzt gibt's nichts. Schwanz geht's, den berühmten. The famous cock. Na gut. Schade eigentlich. Hatten wir so noch gar nicht. Also eigentlich, wenn wir eine Hexdoor getestet haben, sind wir auch immer gut reingekommen, ne? Aber hier gibt es mal wieder. Oh, er kommt doch noch. Okay. Ich nehme fast alles zurück. Dieser Bonus hat die Funktion des Basisspiels jedoch auf göttlichem Niveau verstärkt. Oh, auf göttlichem Niveau. Haftende Wildland gewähren Respins, solange neue E-Mail-Symbole neu erscheinen. Der Mega-Multiplier sammelt alle E-Mail-Symbole zu einem globalen Multiplikator. Klingt ja fast episch. Dawn of Gods, let's go. Gut. So, der ist ein Vierer-Multi. Noch ein Vierer. Okay, und Fünfer. Also schon andere Multis jetzt, ne? Wo ist jetzt der globale Multiplikator abgeblieben? Ich dachte, der snackt die irgendwie, die Multis oder so. Okay, das ist schon mal nicht der Timespinner-Bonus. So viel können wir festhalten. Habe ich falsch spekuliert. Das ist der Schmutzbonus. Aber er zahlt die Timespinners. Wo war der globale Multiplikator, Digga? Gut. Lass uns ihn direkt deaktivieren. Das runter auf 1 Euro. 50x. Wollen wir 20 machen, vorsichtig? Wir machen vorsichtig 20. 25 dann halt. 3 Stück. Ich würde für den auch sogar den Turbo tatsächlich ausmachen. Wofür hat er gekostet? Und die hat er nicht gezahlt. 16,20, okay. Der ist gut, ne? Der, so ist der okay dann. Okay, noch rein. Und noch ein. So, pack mal hier noch einen drauf. Da. So war der okay. Oh, was passiert denn da, Kollege? Oh. Das ist, ich denke, das ist der globale Multiplikator. Nice. Nicht schlecht, der Specht. 353,50. Sehr gut. Jetzt haben wir, ich glaube, das ist der globale Multiplikator. Wenn er den irgendwie groß macht. Warum er das gemacht hat, hatten wir 4 Stück auf der ersten. Ich habe es gar nicht gesehen. Wann wird der Multiplikator global? Der ist auch... Oh, Digga, das ist gut, ey. Das ist nicht schlecht. Guck mal, der paid. Und durch die Linie. Was zahlt der? 9 Euro. Ohne Multi natürlich. Ey, will ich sagen, aber das gefällt mir richtig gut. Aber ich denke mal, der kann natürlich auch genauso Schwanz sein. Da noch ein. Ne, da oder da. Genau, jetzt kommen bestimmt erstmal 10 Spins mit 7 Euro, 7 bis 10 Euro. Und dann ist das auch ganz schnell weg, da die 400, die man gewonnen hat, ne? Schneller als man gucken kann. Ja. Es ist halt einfach immer dasselbe. Bei dem braucht man echt Ausdauer bei diesen Respins. Das ist also bei allen, auch bei diesen Katzenspins und so. Okay, okay. Nein, Digga, er lässt die 20 liegen. Wenn der hochgegangen wäre, ciao, Bruder. Ja, man braucht halt viel Ausdauer. Der zahlt dann halt, sind halt arschteuer. Zahlt dann 20 mal gar nichts. Und dann zahlt er 10 mal was Gutes. Und so geht es dann die ganze Zeit hin und her. 3 Stück. Sitzen auf der Linie. Ah, komm, ein bisschen was von Timespinners hat er schon.
Weiß nicht warum, aber für mich hat er was von Timespinners. Mir scheißegal, was ihr sagt. Für mich hat er was von Timespinners. Oh, was ist das? Das ist der globale Multiplikator? Wofür der jetzt gut war, habe ich nicht gecheckt. Aber das ist ja öfter so, dass ich was nicht check. Nee, also. Er hat echt gut gestartet. Da dachte ich so, wow, was passiert hier? Wow, was passiert hier? Was passiert hier? Das Hörnchen. Elber Multi. Und Schwarz. Also, auf die wir die 20er gesehen haben, glaube ich, der wird auch ein 100er Multi irgendwie machen können. Ne? Okay. Da noch einen rauf. Da. Ich bin auf die Freispiele gespannt. Ich sag euch, wie das ist. Besonders auf den super, super Bonus da, auf den 300x Bonus. Okay, 30er Multi drauf. Das ist nicht schlecht, ne? Das ist nicht schlecht. Der müsste auch schon okay sein, oder? Oh, Digga. Was ist denn hier los? Ja, aber so wie ich gesagt habe, macht er wieder schlechte, klaut wieder und dann macht er wieder gute. Ich habe wieder recht gehabt. Ist halt so. Aber 200 Euro sind 4x, so, Digga. Das muss man, da muss man ja mal realistisch sein. Na, noch einer, okay. Oh, globaler Multiplikator. Was auch immer das sein mag. Ah, jetzt check ich. Hat dann jeder 13er... Nee, auch nicht. Dafür ist das auch zu wenig. Fick deinen globalen Multiplikator, Digga. Na gut, wir sind durch. Wir müssen sagen, er hat ein bisschen Profit gemacht. Ist okay. Wenn man kein Max-Bet hat, wie bei Imerion zum Beispiel... Ja, checkt unbedingt meine Website auf www.gamblebonus24.com. Da findet ihr Imerion. Da kriegt ihr 500% Bonuspaket. Der erste 200% Non-Sticky ohne Max-Bet. Ihr dürft sogar kaufen. Das heißt, ihr könnt entspannt mit dem durchwagern. Klingt doch ganz vernünftig. Egal, wir gehen rauf auf Dawn of Gods. 10 Grades Drehung. Da haben wir schon gesehen. Egal, wir kaufen ihn trotzdem dreimal. Den haben wir schon gesehen. Oder zweimal. Lass ihn viel Zeit verschwenden. Lass ihn zweimal kaufen. Ich traue dem nicht viel zu, muss ich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie bei dem anderen über den ganzen Bonus stehen bleiben. Und dann kann das bestimmt richtig wild werden. Ja, nee. Der ist nicht nice. Der ist nicht nice. Aber hier spielt der globale Multiplikator dann, also dieser Feuerball, da vielleicht eine Rolle, ne? Lass uns noch einmal versuchen hier. Komm, rein noch. Wir hatten hier einfach nur Pech. Nee, Digga, der ist einfach schlecht. Der ist einfach schlecht. Und die 15.000 Euro erschließen mir, also bei den Bonis sehe ich die überhaupt nicht, die 15.000 X. Also gar nicht. Aha, globaler Multiplikator. Ah, hey, schau mal, wir haben 0 Freispiele. Nice. Ja, nee, der rechnet sich nicht. Also da, ich glaube, da braucht man viel Glück. Hier, Kollege, Fury of Emir. 10 Grades Drehung mit verbesserten Basisspielfunktionen. Okay, das ist wieder der erste. Und einen dauerhaften Mega-Multiplier. Okay, let's go. Das passiert nichts.
Jetzt haben wir dauerhaften 10. Der bleibt bestimmt oben fest jetzt, bei dem anderen nicht, ne? Ich denke, das ist der Clou an der ganzen Sache. Okay, nice. Jetzt fehlt er dann einfach. So, die 13 bleibt stehen. Okay. Ach, den sammelt der dann immer? Aber man braucht den Ball quasi nur einmal. Und schau. Okay. Okay. Wow, was, Dicker? Schade, er macht keinen mehr. 111, so, jetzt Vollbild, Vollbild, Emir. Das war's. Ah, Profit hat er gemacht. Er hat direkt Profit gemacht, nice. So, nochmal bitte. Das war, glaube ich, gut, dass der früh gekommen ist, Digga. Ich glaube, das war richtig gut. Das war richtig gut. Komm, noch ein. Gut. Jetzt fehlt, muss noch was Großes da rein. Schwanz. Schwanz. Sowas zum Beispiel. Und jetzt vorne. Hör auf. Wo ist der Wikinger, Digga? Das ist doch kacke. Hey, was ist immer, ne? Sah eigentlich so gut aus, aber hat dann doch nichts gemacht. Komm, wir gönnen uns noch einen. Bam, bam, bam. Einen noch und dann gehen wir gleich in den super, 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 duper Bonus. So war er denn einer wird. Und Kugel? Mach die Kugel, du Hund! Torgi, sterben, Digga, nicht einen Cent bezahlt da drauf. Wir sind 20er Multi da mitnehmen können. Ha. Wow! Schau, Digga, und er ist einfach fast am Ende. Noch ein. Jawohl! Und noch ein. Jawohl! Nice! Multi ist natürlich kräftig, Digga. Schade, er hört auf. Aber wir haben nur noch einen Spin. Der Multi ist natürlich kräftig. Okay. Zweier. Mehr blaue. Okay, mehr blaue. Okay, nice, Digga. Wow. Noch ein blauen. Macht er nicht, aber egal. Kein schlechter Bonus, ne? 612x. Da sieht man schon ein bisschen das Potenzial durchschimmern, ne? 300 Euro. Fall of Emir. Bonus mit 3 wieder auffüllbaren Leben mit Multiplier Stick und Collector Feature, Multiplikator Sammelvorrat und Multiplikator Verteilung. Das klingt ja nach ganz viel von allem, was wir nicht verstehen. Egal, Rainer. Klingt auf jeden Fall nach einem wilden Bonus. Haften und sammeln Sie vulkanische E-Mail Multiplikatoren. Die Aktivierung des Mega Multiplier sammelt alle Werte und wenn eine der asgardischen Kugeln landet, wird der Wert des Mega-Multiplier auf die vulkanischen Emir-Symbole verteilt, um deren Werte zu erhöhen. Am Ende des Bonus werden alle vulkanischen, ich habe direkt schon abgeschaltet, glaube ich, nach dem ersten Satz, Multiplikatoren zusammengezählt und mit ihrem Einsatz multipliziert, um den endgültigen Gewinn zu bestimmen. Das klingt wie eine Slot-Beschreibung von Sheldon Cooper auf Klingonisch, wie heißt das? Auf jeden Fall was, wovon ich keine Ahnung habe. Egal, rein da. Wir werden learning by doing. Let's go. Aha, der sieht anders aus, stimmt. Huch. Huch. Das ist gut, oder? Okay. Was ist das? Kommen auch noch Symbole? Nee. Freudig. Jetzt, ich hatte schon die Hoffnung, dass ich recht hatte bei der Chance mit der Idee. Da wäre der natürlich nice geworden. So geht's nicht mehr Money Back.
Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir irgendwas Geileres vorgestellt. Gerade nach dieser epischen Beschreibung. Fall of Ymir, Digga, gar nichts fällt. War nicht geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. War nicht geil. Absolut nicht. Tja, der trifft ja gar nichts. Okay. Ja, der Grüne muss oft kommen, denke ich, ne? Der Grüne muss oft kommen. Oft kommen, immer gut. Ja, finde ich nicht gut. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den nicht gut. Schade. Ich dachte echt, da kommt was Geiles. Weil die anderen Bonis waren eigentlich gar nicht so schlecht, ne? So vom Ding her. Ja, ich weiß jetzt schon, der wird auf jeden Fall nicht mein Favorit. Hm. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht mein Favorit wird. Ich sehe die Volatilität auch eher bei dem, nicht Bonus, nicht super Bonus, sondern super Bonus für den für 200x. Das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht. Schockt nicht. Kann er die auch irgendwie wieder löschen, Digga, oder? Nee, ne? Wir brauchen jetzt nochmal den roten. Ich glaube, ich habe ein bisschen gecheckt, Digga. Der rote macht da oben den Multi rein und der grüne verteilt den dann auf der Linie. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, ne? Ich glaube, also der rote sammelt die ganzen Multis ein und packt die da oben rein. Und einmal machen wir natürlich noch. Wenn der grüne dann kommt, dann verteilt der das auf der Linie. Es ist gar kein richtiger Multi so. Er packt es halt überall einfach rauf. Stimmt so, oder? Ich glaube, da bin ich nicht auf dem Holzpfad. Aber Digga, wie gemein hat die auch alle so auf die Linien packt. So, wenn man viel Timespinner spielt, fühlt sich das gut an, obwohl es nicht gut ist. So, checkt ihr, wisst ihr, was ich meine? Checkt ihr das? Und jetzt packt er überall 56 drauf, weiß ich. Ja, hab's gecheckt, Digga. Aber trotzdem. Ja, das muss natürlich oft passieren. Aber ein Timespinner-Spieler wird hier so unterbewusst was Gutes untergejubelt, was gar nicht gut ist, weil es damit ja gar nichts zu tun hat. So, vorletzter. Einen machen wir danach noch. Kommt doch immer erst zum letzten, ne? Ich weiß nicht, also es ist gar nichts, aber es fühlt sich für mich gut an. Ganz, ganz seltsam. So, hier grün. Gar nichts grün. Grün. Digga, was passiert jetzt? Und der packt ihn auf nichts? Okay. Jetzt packt er da überall 100 drauf, also 99. Okay, jetzt brauchen wir wieder den roten. Rot. 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 Roten jetzt. Und dann 5 Grüne und ciao. 5 Grüne und Rente. Rot und 5 Grüne. Nichts geht. Ich muss sagen, für so einen super Bonus, der lässt da nicht oft hängen. Ne? Lass uns noch einen kaufen. Lass uns noch einen letzten kaufen. Und dann ziehen wir unser Fazit. Kommt aber am zweiten. Da ist natürlich noch gar nichts. Da muss hier der Grüne rauf wenigstens. Ja, das ist doch kacke, Digga. Es ist gar nicht so einfach, wie es davor beschrieben ist, ne? Finde ich. Also die Beschreibung ist total kacke.
Okay. Aber jetzt kann hier gar kein Grüner mehr draufkommen, ne? Kommt eh nichts mehr. Okay, er kann doch abfacken. Er kann mich doch abfacken. Zahlt 51x. Nun ja, meine Lieben. Was soll ich sagen? Rise of Ymir. Huch, anders falsch angemacht. Rise of Ymir. Ja. Weiß ich nicht. Die bessere von Hexer auf jeden Fall. Gibt bestimmt jemand, der da drauf steht. So, die Bonis sind nicht gut reingegangen. Es kann auch jetzt gerade an dem kurzen Zeitfenster liegen, wo wir es gespielt haben. Aber also 5 Scatter oder so sehe ich auch in weiter Ferne. So ungefähr wie bei Le Bandit in 5 Kameras. Nur, dass man ihn hier kaufen kann. Weiß nicht. Von 10 Punkten gebe ich, glaube ich, 6. 6. Weil die Aufmachung ist gut. Es gibt super Bonis. Super, super Bonis. Und Schmutzbonis. Ist eigentlich von allem, was da ist. Ist okay, Digga. Aber keine Highlight-Slot von mir. Vielleicht versuchen wir es heute Abend live im Livestream. Da haben wir auch schon einen Übergang. Leute, wenn ihr nur die Videos guckt, wir sind auch live. Jeden Tag, Dienstag bis Sonntag zwischen 20 und 21 Uhr starten wir in die Nacht rein. Es gibt Giveaways, es gibt jeden Tag was zu gewinnen. Schaut gerne in den Telegram-Kanal vorbei. Ist in der Kanalbeschreibung verlinkt oder im Discord. Und wenn ihr Bock habt zu zocken, natürlich www.gamblebonus24.com. Findet ihr auch in der Kanalbeschreibung. Da findet ihr alle meine Angebote. Gibt gratis Guthaben für Registrierung. Es gibt 200% Non-Sticky-Bonis. Und so weiter und so fort. Ich freue mich, euch im Livestream begrüßen zu können. Küsschen aufs Nüsschen und ciao, Kakao, meine Lieben.